Guten Abend, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Ungelöst. Tja, wieder haben wir heute Fälle für Sie, bei denen meistens die Leidtragenden die Opfer sind, wie so oft. Bevor wir mit unserem ersten Fall beginnen, fragen wir einmal die Kollegen in Österreich und in der Schweiz. Ich frage nach Österreich, Peter Niedetzki, was gibt es Neues? Hallihallo, Eduard Raumann, hier ist Peter Niedetzki und hier bei uns gibt es nichts Neues, tut mir leid. Und in unserem Aufnahmestudio in der Schweiz, Konrad Tönz. Hier ist Konrad Tönz, schönen guten Abend, Herr Raumann, hier ist auch alles scheiße, hier klappt überhaupt nichts. Wir gehen zurück zu Ihnen im Studio. Kommen wir nun zu unserem ersten Fall, für den die Kripo in Duisburg zuständig ist. Es handelt sich um einen ganz brutalen Einbrecher, der die Wohnungstür zerstört, in die Wohnung einbricht und Diebstahl begeht. Sehen wir uns den Fall mal an. Sie haben es selbst gesehen. Trotz der Sicherheit an der Tür konnte der Diebstahl nicht vermieden werden. Der Dieb schlug zu, 36 Teebeutel immerhin. Wenn Sie am 7. Juni 1978 zwischen 17 und 23 Uhr einen Tatverdächtigen gesehen haben, so melden Sie dies bitte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Duisburg oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bevor wir nun zu Fall 2 kommen, denken Sie daran, unsere Aufnahmestudios können Sie bis 23.30 Uhr erreichen, in München, in Österreich und auch hier in Deutschland. Kommen wir nun zu Fall 2. Es geht um die alleinstehende Rentnerin Hertha B. Sie erwartet Besuch von ihrer Nichte Elvira H. Hertha B. hat nur ein geringes Einkommen, ihre monatliche Rente von 500 Mark. Doch sehen Sie selbst. Gleich kommt meine Nichte Elvira zu Besuch. Ich freue mich auch schon so und mache auch einen schönen Auflauf. Oh, meine Elvira!
Elvira. Ich war in die Schule und freue mich ja, dass du gekommen bist. Bestimmt ein schöner Tag. Wie Sie selbst sehen konnten, hat sich der Einbrecher und Mörder Eintritt in die Wohnung verschafft und Hertha B. ermordet. Das kann nicht passieren, wenn Sie vorher durch den Spion gucken oder die Tür gar nicht erst aufmachen. Das war's auch schon für heute. In unserer nächsten Ausgabe berichten wir wieder über den Fall Barschel. Neue Ergebnisse haben gezeigt, dass er nicht ermordet wurde, sondern dass er an AIDS starb. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich. Einen schönen Abend noch.